ich habe jetzt mal diese schöne Kulisse ausgesucht, um noch ein paar Fakten loszuwerden. Also, der Malerweg, der beginnt in Pirna-Liebetal und endet auch wieder in Pirna, diesmal aber direkt am Bahnhof. Die Etappen sind ganz unterschiedlich anspruchsvoll und auch mal länger, mal kürzer. Einige davon kann man mit einem Hund schwierig meistern, da dort Leitern und Kletterpassagen sind. Ansonsten sind es meist anspruchslosere Wege. Es gibt auch verschiedene Materialien dafür. Ich zum Beispiel habe jetzt hier eine kostenlose Broschüre. Die gibt es meist in den Unterkünften. Da sind alle 8 Etappen auf jeweils 4 Seiten beschrieben mit Kartenmaterial dazu. Und für jede Etappe steht von wo bis wo sie geht. Sie ist auf der Karte eingezeichnet. Wie weit sie geht, wie viele Stunden man benötigt, die Höhenmeter, die Schwierigkeit. Dann sind manchmal noch so Punkte eingezeichnet, wo man mit dem Hund zum Beispiel eine andere Variante nehmen muss. Oder wo ist ein Parkplatz an dieser Tour oder ein Restaurant? Wo kann man übernachten? Es gibt eine An- und eine Abreisemöglichkeit. Also hier steht dann mit Bus 241 zum Beispiel, kann man von dort nach dort fahren. Und das gibt es halt für jede Etappe hier auf 4 Seiten mit Höhenprofil. Und einfach noch ein paar Tipps und Wissenswertes für diese Etappe. Dann kann man sich noch im Internet diverse Materialien bestellen. Zum Beispiel ein Kartenset Malerweg. Das kostet 6,50 Euro und ist auf der Webseite www.sachsen-kartografie.de erhältlich. Und es gibt auch einen Malerweg-Wanderführer. Der kostet 18,90 Euro. Es gibt an jedem Etappenende und an jedem Etappenanfang einen Parkplatz. Das finde ich noch ganz gut. Muss man dann nur sehen, wie man sein Auto dann wieder abholt. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass man stellenweise auf Straßen langlaufen muss. Ich glaube, das hätte man anders lösen können. Aber ich habe ja auch erst 4 von 8 Etappen erwandert. Und meine Lieblingsetappe war die eigentlich 7. Also ich habe die ein bisschen verändert. Ich bin von Wehlen bis Königstein gelaufen. Und die hat mir so gut gefallen, weil das war ein Regentag und ich habe kaum Menschen unterwegs getroffen. Es war richtig schön. Dafür fand ich die Etappe Nummer 2 von Wehlen nach Hohenstein. Die fand ich eigentlich von der Natur her am schönsten, aber das war echt Massentourismus. Nun muss ich dazu sagen, die habe ich auch an einem verlängerten Wochenende und den dazugehörigen Feiertag gemacht bei herrlich Sonnenschein. So, dass ich da irgendwie auf tausende Menschen getroffen bin und alle Restaurants und alles war voll und andauernd kam ein Hund und das war halt schwierig. Und die Etappe 4 und 5, die waren halt durch den Naturpark Sächsische Schweiz, die waren auch sehr schön. Bei Etappe 4 muss man bedenken, wenn man mit Hund läuft, dass man einen riesigen Umweg um die Leitern gehen muss. Da braucht man viel mehr Zeit und das ist viel weiter. Und was man noch bedenken muss, dass man im Naturpark fast nie Internet hat. Also ich habe Vodafone D2 und hatte fast gar kein Internet. Ganz, ganz selten. Ja, wenn ihr noch Fragen zum Malerweg habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ich bemühe mich, die so gut wie es geht zu beantworten. Und ich habe noch 2 von diesen Broschüren. Wer die haben will, der kann mich gerne anschreiben und dann schicke ich die euch gerne zu.